Hallo Menschen, heute rezensiere ich Spanische Dörfer von Maria Breik oder Breik, ich bin mir leider nicht ganz sicher. Dieses Buch wurde mir von der Autorin zugeschickt, aber natürlich konnte ich mir selbst aussuchen, welches ihrer Bücher ich überhaupt lesen möchte oder ob ich überhaupt irgendetwas von ihr rezensieren möchte. Und hier fand ich die Prämisse sehr interessant, denn wir folgen drei verschiedenen Perspektiven. Die erste ist eine junge Frau aus Afrika, die nach Europa flieht und diesen offiziellen Weg, ich sag mal, mit Papieren und Formularen aber etwas scheut. Sie hat auch eine gewisse Angst oder Abneigung gegenüber Uniformen allgemein und Behörden und dergleichen. Außerdem folgen wir noch einem jungen Spanier, der Probleme hat, eine Anstellung als Architekt zu finden und als Mädchen geboren wurde. Er zieht letztlich nach Deutschland, um dort halt bessere Arbeitschancen zu haben eigentlich und hat dort das erste Mal eigentlich diese Situation, dass niemand weiß, dass er früher vielleicht mal anders hieß oder seine Vergangenheit kennt und weiß nicht so richtig, findet er es jetzt eigentlich toll, ist es nicht eigentlich irgendwie trotzdem eine Lüge, gehört das zu ihm und so weiter und so fort. Und als drittes haben wir noch dessen besten Freund Leon, der das Down-Syndrom hat und Lehrer werden möchte. Und wir folgen eben ihrer Reise, ihren Problemen und den Menschen, denen sie begegnen und dergleichen. Es gefiel mir sehr, sehr gut, wie die Autorin schon, ich sag mal, die Gewichtigkeit dieser Themen für die jeweilige Person zur Kenntnis nimmt, auch wertschätzt, aber sie nicht darauf reduziert. Es gibt eigentlich nie irgendwie nur den Transgender-Charakter, der irgendwie nichts anderes mehr drumherum hat, sondern da ist noch ein ganzes volles Leben dahinter und viele, viele andere Dinge, die ihm wichtig sind. Nur das ist halt jetzt das eine, was ich euch mal erwähnt habe, was natürlich eine große Rolle in seinem Leben spielt, aber nicht das einzige ist. Die Sprache ist dabei, sag ich mal, solide. Und es gibt absolut nichts, was stört. Sie hat irgendwie keine komischen Formulierungen, aber es gab tatsächlich auch nichts, was ich mir jetzt einfach nur wegen der schönen Formulierung angestrichen hätte. Eine kleine Kritik, die ich habe, beziehungsweise eher eine Frage, ist der Fakt, dass die Protagonisten manchmal schon etwas sehr viel Glück haben, meiner Meinung nach. Ich meine, natürlich ist das eine schwere Zeit für die alle und die treffen auch mal Arschlöcher, aber immer wieder auch Menschen, die sofort helfen. Und ich meine, das war wirklich schön, aber ich fragte mich halt, ob es auch realistisch ist. Ich meine, ich kenne mich damit zugegeben halt nicht besonders aus. Und ich war sehr froh über diese, ich sag mal, Positivität, die dadurch entsteht. Aber ich fragte mich halt schon, ob es nicht ein bisschen arg zufällig ist, dass die halt dann genau dann jemanden treffen, der genau jetzt ein Problem für diese eine Lösung hat, der zufällig in dieselbe Richtung fährt oder irgendwelche Kontakte hat und so weiter und so fort. Also es sorgt halt dafür, dass es schon irgendwie so ein schönes positives Gefühl hinterlässt. Es ist nicht alles Untergang und Zerstörung. Das war ein schönes Gefühl beim Lesen, aber ich war mir nicht sicher, wie realistisch das wohl ist. Also im Großen und Ganzen fand ich die Themen so, so interessant, die hier besprochen werden. Es waren einige Perspektiven dabei, über die ich entweder noch nicht sehr oft oder tatsächlich auch noch gar nichts las. Und das finde ich immer absolut lobenswert an Büchern, wenn sie mir neue Perspektiven zeigen oder einfach in das Leben eines Menschen einführen, das so weit weg von meinem eigenen ist, dass es mir halt wirklich mal wieder die Augen für etwas öffnet. Dafür absolut empfehlenswert. Die Sprache, wie gesagt, nicht das Poetischste oder dergleichen, was ich jemals las, aber das tut der Geschichte absolut keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, es stehen halt wirklich so diese Menschen im Vordergrund, jetzt nicht irgendwie die schönen Formulierungen. Und allein für die Themen fand ich das wirklich, wirklich gut und empfehlenswert. Ich habe noch nie jemanden über dieses Buch reden hören. Ich hatte auch nie von der Autorin gehört, muss ich zugeben. Deswegen freue ich mich eigentlich auch, dass ich das mal so ein bisschen vielleicht auf BookTube zumindest bekannt machen kann. Falls ihr schon mal etwas von ihr lasst, schreibt mir bitte davon, denn auch andere Bücher von ihr klangen sehr interessant. Ansonsten freue ich mich noch über Meinungen und Kommentare zu dem, was ich gerade formuliert habe. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.